Streicherprobe für das Abschlusskonzert des Musikfestes Wismar. Dirigent und Violinist Stanley Dotz erkundet gemeinsam mit der Neubrandenburger Philharmonie die Kompositionen Rostocker Studenten, komponiert als Einschübe in Haydns Die Schöpfung. Ein seltener Besuch des Dirigenten in der Neubrandenburger Konzertkirche, der in diesem Jahr jedoch eine Wiederholung erfährt. Erstmals übernimmt Stanley Dotz, seit 2012 Leiter des Landesjugendorchesters, auch die künstlerische Leitung des Internationalen Jugendorchesterfestivals Neubrandenburg. Zum 13. Mal trifft das Landesjugendorchester hier auf internationale Gäste. Am 6. und 7. August werden unterm Kirchenschiff skandinavische Blasmusik eines finnischen Blasorchesters aus der Nähe von Helsinki erschallen und japanische Melodien eines Mädchensinfonieorchesters aus Kobe erklingen. Fulminanter Konzertabschluss ist eine Verschmelzung der Orchester. 160 junge Musiker werden gemeinsam auf der Bühne der Konzertkirche stehen. Ein Veranstaltungsort wie gemacht für dieses Event und für junge Musiker aus aller Herren Länder, so der Kosmopolit Stanley Dotz. Hier in Neubrandenburg haben wir wirklich ein Juwel. Und das Juwel ist, wo wir uns jetzt befinden. Die Konzertkirche in Neubrandenburg ist wirklich eine Perle des Nordens. Also es gehört für mich, ich reise sehr viel durch die ganze Welt, aber ich komme immer wieder gerne hier in die Konzertkirche in Neubrandenburg, weil sie tatsächlich sowohl optisch, aber auch akustisch einer der schönsten Räume ist, die ich kenne. Und ich glaube, das ist das natürlich, was in erster Linie diesen Festival so wunderbar macht, ist, dass wir auch die Gäste aus dem Ausland hier in diesem Konzertsaal oder in diesem wunderbaren Instrument, muss man sagen, dass wir hier zusammen arbeiten dürfen. Und ich glaube, das hier ist auf jeden Fall eine ganz besondere Erinnerung, die man dann nach dem Festival mit sich nach Hause nimmt. Tage, an denen Neubrandenburg von jungen Musikern überrannt wird, verspricht der neue künstlerische Leiter. Young Concerts am 6. und 7. August in der Neubrandenburger Konzertkirche. Karten und Programm gibt es über den Ticketservice des Veranstaltungszentrums Neubrandenburg.